So, hallo liebe Leute, wie versprochen, heute mit Verstärkung, mit dem Fabian und Hallo, seinem Dan. treuen Was Pferd sagt der Rocky, Tobias? beziehungsweise mittlerweile schon eingespieltes Team und haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, erstmal ein bisschen Wie uns sagt der Herr? einzugrooven. Ja, jetzt tun wir uns hier an der Post noch ein bisschen Munition tanken und dann geht es los mit der ersten Kopfgeldjägermission. So. Ja, auch mal Hallo von meinerseits. Und wie gesagt, ich bin auf jeden Fall ready. Wir können loslegen. Hoffe, unsere Gäule Würde ich sind mal es auch. sagen, Der fangen wir mal mit der einfachsten Mission an. Komm, Rocky. Ah, Rocky So. steht noch ein bisschen. Mathilda Genau, er steht Matti noch was. Crowder. Okay. Und wir haben sogar einen Wegweiser zur Downs Ranch. Super. Ja, die Miss Marvel hat irgendwie Husten oder schnauft ein bisschen. Oder hat sich eben in den Bergen erkältet bei der Folge, die wir aufnehmen wollten, wo ich natürlich wieder mal mit dem Tätzchen falsch auf den Knopf gekommen bin. Ja, passiert. Was willst du machen? Altersschwaches Keyboard. Ich liebe es trotzdem. Ja, du hast mir So. erzählt, das hast du schon 10 Jahre und das begleitet dich immer und immer Ja, wieder. genau, aber in letzter Zeit macht das dann eben Doppelklicks, wo ich eigentlich nur einmal vorsichtig auf die Maus tippe. Oder ich möchte mir ein Videoschnipsel bei der Bearbeitung in die Spur ziehen und der hat dann alles auf einmal aktiviert, wo ich gar nicht dran gekommen bin. Also legt halt auf die alten Tage Fehlfunktionen an den Tag, die manchmal nicht förderlich sind. Und in dem Sinne hat es uns jetzt eine Eingroove-Folge gekostet. Naja, dann ist das halt die 18. Ich habe es ja schon fast wieder kommen sehen bei meinem Geschick. So, So, ich Pfeil würde und sagen, ich nehme Bogen. den mal hier kurz weg. Ich nehme den da hinten mal kurz weg. Ich habe noch gar keinen im Target bis jetzt. Ich sehe, dass da einer Alles am gut, wir Lagerfeuer. finden. Oder habe ich. Nee, ich sehe gar nichts. Mit meiner Lass uns Brille. erstmal hier ein Versteck finden. Ach, wir müssen uns verstecken. Okay. Das Genau, habe genau. ich mal wieder gar nicht. Genau, wir haben uns ja hier auf das Dach. Das hat, glaube ich, eben. Ja, Leute, wir haben das ja alles üben können. So. Mal in die Deckung. Jetzt heißt es warten, Leute. Genau. Ja, eben stand die Miss. Guck mal, die Miss Marvel hat auch dazu gelernt. Ich sehe da nur noch ganz schwach das Lichtlein hinten leuchten. So. Eben stand sie, glaube ich, prominenter an selbiger Stelle. Ja. So, da kommt so ein Tuppes angeritten, der aber irgendwie passantenmäßig rüberkommt. Solange wir hier noch auf die Zielperson warten, Mathis, was machst du denn so an Weihnachten? Ja, ich denke mal mit der Familie chillen, mit dir halt die ein oder andere Kopfgeldjäger-Folge aufnehmen. Vielleicht kommt eine Weihnachtsshow. Ja, und Heiligabend dann mit zwei Haushalten, maximal fünf Personen. Also. Guck mal hier vorne, haben wir doch schon mal die Zielperson. Ich würde mal sagen, ich schnapp die mir Ist und du das der gibst mir mit dem hellen Feuerschutz. Hemd? Genau, hier die Frau, hier ist es. Ah, hast du So, die schon. habe ich schon mal. Okay, dann mal die Verstärkung hier raus, Butter. Da bin ich ja fast schon beim Sturz krepiert. So, deshalb gehe ich mal eben hier in Deckung. Jetzt hole ich schon mal So, die schießen Feinde. klappt etwas besser. Hast du die Tante? Und ist das unser Delinquent? Ja, ich Sollen wir habe jetzt die nicht. jetzt gefesselt, die Frau. Die Nein, liegt habe am ich jetzt Boden. den Typen erschossen? Achso, nein, nein, das war eine Frau. Die, Ah, die liegt ja, da, das ist hier. okay. Genau, die Ah, musst du ja einfach Moment. wegnehmen. Plündern könnte ja nicht schaden. So. So, ich hole schon mal die Pferde. Waffenöl konnte ich eh gebrauchen. So, was hast du denn Feines in deinem Täschchen? Warst du denn auch artig? So, alles klar. Weihnachten mit der Familie steht auf jeden Fall bei dir an.
Ja, gut, einen Abend Familie und dann natürlich Zockerfamilie. Ja, viel mit Schweini werde ich unternehmen. Ja. Ja, und ansonsten hier den Kopfgeldjäger auf 30, ne? Road to Level 30. Wir sind auf Halbzeit jetzt. So, ich muss mal gucken, dass ich hier den Backup nicht verliere. Komm, Miss Marble. Kommt schon kaum noch mit, die Jute. So flott ist der Rocky schon. Ist aber auch gut, sonst geht die Frau nämlich stiften. So, da. Bevor ich jetzt hier einen Passanten über den Haufen knalle, prophylaktisch. Oder bist du? Ne, das bist du mit Rocky. Cool. Genau. Zum Glück hier Friendly Fire. Nee, so, also hier, der will den Fabian angreifen. Oh Scheiße, das war der Fabian. Die alte so stiften so. So, rüber. So, da sind wir auch schon wieder beim Sheriffs Büro. Ja, mit so 7er Minuten Restzeit, also. Da wir ja die Streber sind, geben wir auch direkt ab. Okay. So. Das Hammer können wir direkt die nächste machen. Das geht ja bei uns wie am Fließband. 0,08 ist natürlich jetzt. Vielleicht mal in der Kirche gehen. Für die Sünden beten. Entschuldigung, ich habe Verbrecher gekillt. Nee, ist zu. Ah, guck mal hier. Der hört sich doch gut an. Der Bild heißt. Ich komme über den Zaun. Bild Tyson. Okay, wie sah der denn aus? Ja, so der mittlere. Ja, der ja, sieht so richtig. Das sind wir, glaube ich, ja. Eben schon mal, soweit ich weiß. Ja, Leute, die Missionen sind sich hier ständig am Wiederholen und die Gesichter bleiben einfach immer mal die gleichen. Bleiben also immer Rockstar die gleichen, genau. Da jetzt nicht so viel Arbeit reingesteckt, um mal die Personen ein bisschen zu bearbeiten. Deshalb sage ich immer, Leute, unterstützt so einen kleinen Künstler wie mich, den Lazy65. Nur zwei Illustrationen pro Update können einen Künstler einen Monat lang glücklich machen. Also die Steckbriefe hätte ich natürlich schon längst geupdatet, wenn ich jetzt hier der Artdirektor wäre. Huppala. Ja, und während ich hier meine Werbejingles abdrehe, hier für mein Artwork. Ach ja, und bitte nicht anrufen, weil ich bin nicht so der Auftragskünstler. So. Ist die Miss Marble mal eben von der Schlange gebissen worden, weil ich die zu krass geritten habe hier. Ah, ich bin schon wieder beim Konvoi. Oh. Super. Ich wie immer nicht. Ich habe aber jetzt auch so ein bisschen. Ich habe nachher wieder den Falschen im Visier, ne? Habe ich irgendwie Schiss vor. Der ist. Ne, der lebt noch, oder? Ne, ist das Pferd. So, der ist weg. So, ich habe den einen erwischt, also jetzt der Richtige sitzt gerade hier drauf. Ich fange den mal. Okay, super. Ich alles bin klar, hin, ich bin gerade runtergerissen, passt. Klasse, da sind wir. Hier ist schon mal der Richtige. Anderer Feind ist noch nicht in Sicht. Hast du eigentlich schon ein verstärktes Lasso? Ich glaube schon, ja. Das würde ich benutzen, weil es ist, glaube ich, eine Daily Quest. Zwei Delinquenten mit einem verstärkten Lasso zu fangen. Ja, die müsste ich schon fertig haben. Überdies, ja, hatte ich die nämlich eben auch. Und hoppala. Ich wollte sagen. Ja, Miss Marvel ist schon. Hat schon eine scharfe Rechtsdrehung gemacht. Ne, Linksdrehung. Was kommt denn da, ihr Benachzügler? Wo seid ihr? Wo kommt ihr? Ah, okay, da vorne. Ich
Ich finde das immer irritant, wenn du ein paar Meter vor bist, dann krieg ich so Feindkontakt angezeigt. Dabei meinen die aber wahrscheinlich hier die Gefangene hinten auf dem Rocky drauf. Und ich denke immer, du wirst angegriffen. Ja, so. Genauso. Ich denke dann immer Angriff so. Also das kann man das Ganze, eigentlich müssten wir umbenennen. Speed Kopfgeld Jaging müssten wir unsere Folgen nennen. Genau. No. Gebt uns einen schnelleren Timer. Ich weiß noch, die erste Folge, ich habe so abgekotzt und abgejammert über den Timer. Und der ist ja jetzt überhaupt kein Ding mehr. Frage ist, ob wir unsere Elite-Tante noch jagen dürfen. Die bringt aber im Prinzip ja jetzt auch nicht mehr wie so eine Einzeldollar-Mission, oder? Nein. Hab ich jetzt so den subjektiven Eindruck. Wahrscheinlich nur vom Geld mehr, aber Gold bleibt eigentlich das Gleiche. Cool. So, das war unsere erste Mission. Ja, wobei, das war jetzt schon die zweite. Ja? Davor hatten wir ja die Frau. Boah. Ich werd alt. Genau. Ich würde sagen, wir machen noch die letzte Kopfgeldjäger-Mission. Genau. Ja, schnüffel mal, Miss Marble. Ah, nee, das machen ja nur Hunde. Ich frage mich, ob Pferde das auch machen. Hier so schnüffel, schnüffel. Was war das denn? Oh, da ist ja wohl mein Rocky ein bisschen weggeportet. Alles klar. Nee, der ist, die Miss Marble hat dem am Arsch geschnuppert. Und der hat dann so einen Seitensatz gemacht. Und ich hatte Schiss, dass der dir dann einen Tritt gibt so. Dabei war das ja die Miss Marble jetzt schuld. Ne? Ja. Ja, ich meine, die müssen sich ja auch mal beschnuppern, die beiden. Die müssen ja noch viele Folgen zusammenarbeiten. Genau. Sag mal, wenn es Geruchs-PC-Spiele gäbe, dann wären wir auf jeden Fall von einem permanenten Pferdeapfelduft hier umgeben, Alter. So oft wir die abkacken müssen. Aber wenigstens gesunder Stoffwechsel. So, schwuppsdiwupps. Hier rüber. Ja, also mit Weihnachten ist ja wirklich noch ungeklärt hier. So, also Family klar, aber man weiß ja nie, ob man es darf. Wie Ostern, was war das? Ich bin gegen die zwei geritten. Ja moin, deine Zuschauer. Schafft euch eine Lampe an, Jungens. Was für ein Clown, hier fällt der einfach nur. Nee, aber Leute, mich würde gerne mal interessieren, was macht ihr so an Weihnachten? Was seid ihr im Moment so am Zocken? Wahrscheinlich. Ich glaube, das würde den Mattes auch mal interessieren. Das geht. Also ich weiß ja, was die Leute machen. Demutsvoll vor dem Fernseher hocken und auf den heiligen Laschet seine Ansagen warten und ansonsten nichts dürfen. Ne? Mit Maske auf am besten unterm Weihnachtsbaum, Alter. Ja, genau. Und der Weihnachtsbaum anstatt mit Kugeln geschmückt mit Masken und Desinfektionsmitteln. Genau. Und Verbot dies Jahr echt Bäume. Ja gut, was ich ja auch okay fände, weil da würden nicht so viele arme Bäume immer sterben. Und so Plastikscheiße aus China, Alter. Stattdessen. Obwohl die China-Bäume sind gar nicht so schlecht. Ich hab ja jetzt meinen auch schon 10 Jahre. Den stellst du auf, faltest du auf und schon ist Weihnachten am Start. Genauso wie meine Heino-Krippe. Ich habe da so eine Heino singt Weihnachtsliederplatte. Und die klappe ich jedes Jahr nur auf und habe eine Krippe. Voll cool. So ein Pop-up. Und eine Playmobil-Krippe wollte ich auch aufbauen mit meinem Graffiti-Zug. So. Okay. So, warte mal. Aber die Lampe ist irgendwie schon, also man merkt schon, dass damals keine Halogen-LED-Birnen erfunden waren. Genau, ja. Aber Leute, wie gesagt, lasst mal hier für den Mattes einen Daumen da und abonniert mal fleißig, weil der Mann hat es echt verdient. Er steckt so viel Liebe und Arbeit in die Videos
Und wie gesagt, war einen kleinen YouTuber glücklich zu machen. Und Support ist ja kein Mord, so gesehen. Support ist kein Mord, das ist geil, Alter. Cooler Spruch. Ansonsten bin ich ja ganz zufrieden. Also schon viel liebe Arbeit reingesteckt. Aber, ja, weil ich selber halt, weil es mir selber Freude macht. Ne, so. Ich sag, oh, ich steig mal komplett. Das ist ein sehr, sehr kleines Lager. Hier müssen wir mal richtig gucken. Ja. Ich hab ja schon Schiss, dass ich hier einen Bad Move mache. Okay. Dann, hauen wir mal rein, ne? Keep it down. Die ist bei mir, die Frau ist gerade bei mir. Okay, Alter, ich glaube hinter mir, ich habe gerade so einen Bären grummeln gehört. Oh, Bären, der schreit gerade runter. Ja, sag ich doch, ich höre. Einfach mal im Lager. Nee, ich sag mir nicht, der Kreis muss um. So, Alter. Scheiße, Digga. Das ist mal eine kranke Folge, wa? Das ist so, echt, ja. Und jetzt hat er auch noch Feuer gefangen, der Bär, Alter. Scheiße. Ich wollte ihn gerade häuten. Kacke. Mega. Bärensteak, anyone? Kann man ihn jetzt häuten? Doch, kann man. Nee, aufheben. Schade. Nee, fremde Person. Ist die Alte jetzt auch abgefackelt? Nee, alles gut. Oh. Ich hab die. Ja, mit dem Bär tut mir schon leid. Das mit dem Bär, ey, das. Alter. Vor allen Dingen, ich habe über die Situation gelacht und nicht, sag ich mal, dass ich den Bär am Abknallen war. Den musste ich abknallen, damit du die Alte fangen konntest. Nicht, dass ihr Zuschauer jetzt denkt, ich hätte Spaß am Töten des armen Bäres gedacht. Es muss ja echt wie der Joker rübergekommen sein. So hysterisches Lachen meinerseits und ich schieße da auf den Bären rum. So, jetzt müssen wir den Pfort zurück. Ich würde mal sagen... Ich bin schon unten, alles gut. Aha. Wo ist er? Alter. Wo ist der Huso? Ah, du bist da oben, oder wie? Ja, ich bin schon unten. Ich bringe gerade die Zielperson hier zum Sheriff. Okay. Zum Gefängniswagen, was hier steht. Ja, sieht mir fast nach Gefängniswagen aus. Genau, steht ja auch hier. Also, was die Miss Marvel ganz gut kann, außer jetzt der Baumstumpf. Ne, der ist aber auch sehr... Spitz für ihr Fell. Die kann super um Bäume rumschlawenzeln. So, also liebe Zuschauer, das mit dem Bär tut mir aufrichtig leid. Aber der musste ja eliminiert werden, weil der da mitten im Gangsternest stand. Sozusagen. Da machst du Nüs. Nur mein hysterisches Lachen dabei war dann der Situation geschuldet. Weil das halt so ein lustiges Chaos war. Ja. Und der Bär hat ja nicht lang leiden müssen. Der hat uns, glaube ich, sogar die Arbeit abgenommen. Oder hatte der dich angegriffen? Nein, der hatte die Gegner angegriffen. Okay, die Frau ist gerade runtergesprungen. Wunder dich nicht, ich hole sie kurz wieder. Ja. Also A, haben wir ja eh noch genug Zeit. Und B, ja, passiert da mal ein bisschen was. Bing. Genau. Da bist du. Jetzt habe ich wenigstens mal aufschließen können. Ich habe der Alten vorher heimlich auf Handy so eine SMS geschrieben, von wegen spring mal vom Bock, damit ich nachkomme. Aber das Handy hast du ja wohl hoffentlich abgenommen bei der Festnahme. Ja. Nix Anwalt hier. Wilhelms. Genau, Anwalt ist nicht. Ich bin der einzige Gesetzeshüter hier. So, jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Es ist natürlich zu zweit, macht es viel mehr Spaß. Und man ist natürlich, man hat 3 Kopfgeldjagden erledigt in der Zeit, wo ich alleine jetzt vielleicht eine geschafft hätte. So. Oder 2. Und gemeinsam levelt sich's natürlich auch schneller. Blubbering and hollering for mama all the way home. There. Tups, das haben wir wieder geschafft. Cool. Juti, Leute. Diesmal hat's auch hoffentlich aufgenommen. Das war die Folge 18. Ich mach mal eben einen Kameraschwenke rum. Hier. Ja, Fabian weiß schon, warum er sich maskiert.
Und ich habe ja mein Monokel. So, alles klar. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss.